Turning lives around, and I won't.
alle, die des Englischen vielleicht nicht so mächtig sind, in diesem Lied geht es darum, dass wir auch beschreiben, wie und wer Gott ist. Waymaker heißt im Grunde, er ist der Wegbereiter und er kann Dinge machen und schaffen. Ja, wie dankbar bin ich, wie oft Gott mir auch schon geholfen hat. Ihm ist einfach alles möglich. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die, die online zugeschaltet haben. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. Und ja, dann ich danke der Band für euren Dienst. Ich danke euch. Ja, ich denke, wir könnten auch nur mit einer Gitarre Lobpreis machen. Darauf kommt es gar nicht so sehr an. Aber doch ist es doch so schön, was ihr immer für tolle Musik macht, dass wir das alles so ja, einfach machen können, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber das Wichtigste ist, dass Segen drauf liegt, dass es nicht nur Musik, sondern Lobpreis ist, weil das einfach noch viel besser ist. Und als nächstes bitte ich unseren Pastor Udo und den Georgi Zafirov nach vorn. Das ist nämlich heute unser Gastprediger. Und der Udo wird uns den gleich noch ein bisschen genauer vorstellen. Jo, danke schön. Eins habe ich doch noch ganz vergessen. Da habe ich es schon extra in der Hand. Ja, Vater, ich danke dir für das Opfer, das eingesammelt wurde. Und ich bitte dich, dass du denjenigen, die es verteilen, Weisheit schenkst, dass es richtig eingesetzt wird. Und ich bitte dich, dass du Gabe und Geber segnest. Amen. Ja, ich habe jetzt wirklich die große Freude, einen Freund vorzustellen. Kriegen wir die Bilder hoch? Yes. Und zwar ist es der Pastor Georgi. In den letzten Tagen ging es unserer Familie nur Georgi, Georgi, Georgi. So ähnlich wie in den einen James Bond Film, da ging es auch sehr um Georgi. Aber das war ein Böser dort. Ich darf ihn ganz lieben vorstellen, Georgi. Er kommt aus Bulgarien, aus Fratza. Und ich habe ein bisschen mitgebracht, mal eine Karte für die, das vielleicht sich jetzt nicht so vorstellen können. Hier ist Mestra und hier ist Fratza und hier wohnt er. Den Georgi habe ich vor vielen Jahren kennengelernt, mal in Deutschland bei einer christlichen Tagung. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben uns dann angefreundet, haben uns besucht. Und Georgi hat mir erzählt, er kommt ja mehr von der Schwarzmeerküste aus der Ecke, aus dem reichen Teil, da ist jetzt nicht hier drauf, aus Bulgarien. Und er war dann in Sofia und dann kam der Ruf Gottes auf ihn. Die haben dann hier in dieser Ecke gedient, hier hinzuziehen, in den Norden von Sofia. Hier oben ist halt Rumänien, hier ist Serbien. Und Georgi war gar nicht so begeistert, weil das ist die ärmste Ecke in ganz Bulgarien. Und wenn man nach Mestra reinfährt, ist es schon ein bisschen erschreckend für uns, hier, die wir aus dem Westen kommen. Und dann kam der Ruf Gottes auf ihn und er hat es ein bisschen weggeschoben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber seine Frau hat es auch bekommen. Und das ist immer gefährlich, wenn man eine Berufung bekommt, wenn Gott spricht zu einem selber und dann noch zur Frau, dann wird es ernst. Und so haben sie sich rufen lassen und sind ja hingegangen. Und die anderen Pastoren sagten, da kannst du nicht hingehen, das ist das Grab der Pastoren. Aber siehe da, er lebt heute noch. Und Gott ist mit ihm gewesen und in der ganzen Region gibt es keine evangelische Kirche, nichts da. Es gibt ein paar orthodoxe Kirchen natürlich wie im ganzen Land. Und er ging als erstes dann nach Mestra in diese Stadt und fing an zu predigen, zu evangelisieren. Und Menschen kamen zum Glauben, erlebten vieles mit ihm, ja, an Heilung. Und Menschen gingen die Augen auf und sagten, wow, es gibt eine geistliche Welt, das ist ja der Hammer, wir leben nicht bloß als Zufall hier. Und Gott war mit ihnen und er versorgte ihnen, es entstand ein wunderbares Gemeindezentrum. Das ist das hier in Mestra. Für mich ist es immer so, wenn ich dort bin, das ist wie in dieser Stadt, die ziemlich grau ist, als wenn ein UFO gelandet ist. Ja, und dann kamen viele Menschen zum Glauben und das ist glaube ich, die Eröffnungsfeier, wo sie dieses Gemeindezentrum eröffnen. Jetzt hat er sich können langsam zur Ruhe setzen, weil das ist schon was Bedeutendes für das Land. Aber dann kam der Ruf Gottes und er ging eine Stadt weiter. Und er ging, ich weiß gar nicht, das Bild ist, ach hier ist es. Ja. Er ging nach Fratza. Und da entstand auch wieder ein Gemeindezentrum. Erst war er in so einem ganz alten Kulturhaus, da haben sie Gottesdienst gefeiert, da habe ich auch schon selber mehrmals gepredigt. Also es hat mich wirklich erinnert an DDR-Zeiten, so altes Kulturhaus. Der Höhepunkt dort war, wenn man auf die Toilette musste. Das war immer für mich eine Herausforderung. Ich bin trotzdem gegangen. Sicher, sicher. Und es ist ein sehr schöner Saal geworden, auch wo die Jugendlichen zusammenkommen. Es gibt eine tolle Rollrentscher-Arbeit, also christliche Pfadfinder. Und das ist ein Bild, ich glaube, vom vorigen Jahr waren wir bei euch. Dieses Jahr waren wir nicht bei euch. Der Corona, also ich glaube nicht. Also ich habe es nicht geschafft. Genau, und dann habe ich dort mal
Schauen wir mal, ob das geht. Ah, es geht nicht, es läuft nicht. Ich hatte einen Videoclip, einen kurzen, aber möchte nicht. Dann das Abschlussfoto vielleicht. Kriegen wir das allerletzte hinten? Jetzt ist doch das eine der wichtigsten Sachen, die mich bei Georgi überzeugen, ist seine Familie. Ich hatte jetzt ein Foto damit. Bei allen Dingen, die er tut als Mann Gottes, wo sie gemeinsam als Familie unterwegs sind, hat er eine wunderbare Familie. Ein Sohn und drei Töchter, die älteste hat jetzt geheiratet in diesem Jahr. Und wir sind immer über WhatsApp und so verbunden. Ich habe dann viele Bilder gekriegt, wir haben uns also richtig stark befreundet. Und uns berührt das sehr, diese Familie. Kriegen wir das Foto jetzt nicht hin, vielleicht zeigen wir es zum Schluss. Diese wunderbare Familie, wie sie zusammen unterwegs sind, wie die Kinder Jesus lieb haben und wie man gemeinsam dient. Okay, also ich freue mich ganz sehr, Georgi, dass trotz Corona es du geschafft hast, hierher zu kommen, nach vielen Telefonaten und was ich und allen Tests und nach allen Schluckimpfungen, nach allen Spritzen. Jetzt ist er da, live bei uns hier. Georgi Zafirov, mein Freund aus, unser Freund aus Bulgarien. Welcome. Danke, Udo. Kann ich oder darf ich hier runterkommen mit dem Kanzel? Oder ist nicht gut für die Aufnahme? Und kann ich das aufstellen? Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Ich bin mehrmals hier in Löbau, auch in Solland gewesen. Und es ist ein großer Segen, mit meinem Freund Udo zusammen zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, wenn du als bulgarischer Pastor mit jemandem zusammen sitzen kannst und eine Flasche Bier trinken kannst. Das kannst du doch nicht in Bulgarien. Aber hier mit Udo kann man. Weil er richtig echt ist und wahrhaftig und so wie er ist, so reagiert er. Er kann sehr gut Werbung machen. Ich bin nicht so gut daran, aber er hat auch Musik studiert. Er kann das. Ist für mich echt toll, heute hier zu sein. Aber über 1,5 Jahre habe ich kein Deutsch geredet in dem Sinn, nur WhatsApp-Deutsch. Und ich habe bemerkt gestern bei der Jugendstunde, dass ich an meine Grenzen komme, meine Meinung oder das, was ich in meinem Herzen habe, rüberzubringen. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, mit eurer Beteiligung, dass ihr das auch versucht zu verstehen. Ich habe echt die Krise bekommen, als ich von zwei tollen jungen Leuten mich von Berlin abgeholt haben. Und bei den einen habe ich bemerkt, jedes Mal, wenn ich einen Satz sagte, hat er immer gefragt, was? Und ich musste von vorne an. Bei jedem einzelnen Satz dachte ich, Mensch, ich habe keine Chance diesmal hier, auf Deutsch zu reden. Ja, siehst du, ist auch ein Spaßvogel. Aber ich habe ein Wort heute Morgen für euch. Und ich glaube, es wird euch ermutigen. Weil ich möchte gern über etwas erzählen, was mein Herz so berührt hat. Und das ist eine krasse, tolle Bibelstelle. Bitte zeigt ihr die Bibelstellen? Nee, ne? Habe euch nicht gegeben, also ihr vertraut. Deswegen, was mein Herz sehr arg berührt hat, aber ich lese es etwas später. Aber auf dies bezogen möchte ich euch erzählen, dass man kann als Christ ein ganzes Leben lang in die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen und Gott nicht kennen. Man kann Wissen über Gott sammeln, einen riesigen Kopf bekommen vom Wissen, aber trotzdem, das Herz kann auch klein für Gott bleiben, weil es keine Gotteskenntnisse da sind. Ich habe viel über die Geschichte von dem verlorenen Sohn gedacht, viel darüber auch gepredigt und immer wieder stolpere ich nicht auf den verlorenen Sohn. Jeder kann über den verlorenen Sohn predigen. Was für ein Mist er gebaut hat, wie er den Habgut seines Vaters mit den falschen Leuten versaut hat, wie er mit leeren Händen nach Hause zurückkam und die Gnade des Vaters erlebt hat. Und das ist ja eine Hammergeschichte, was Jesus dadurch uns das Herzens unseres Vaters uns zeigen möchte. Aber das, was immer wieder auf dem, wenn ich stolpere, ist der älteren Brüder, der Fromme, der sein ganzes Leben nur beim Vater geblieben ist, der zu seinem Vater treu gestanden ist. Und der sagt,
am Ende der Geschichte in Lukas 15, als der Verlorene, der verrückte Bruder nach Hause kam und so herzlich aufgenommen wurde, ist er ganz stinksauer geworden und sagte, nein, auf den Fest komme ich nicht rein. Ich kann nicht tanzen, ich kann nicht jubeln, ich kann doch nicht mal essen. Weil das ist widerlich, was jetzt passiert, Papa. Weil ich mein ganzes Leben tue ich, so viele Jahre diene ich dir. So viele Jahre diene ich dir. Und habe nie ein Gebot von dir gebrochen. Und du hast mir doch nicht mal einen kleinen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Papa, verstehst du nicht, was in meinem Herz so sich Gestalt hat? Schmerz, eine Undankbarkeit. Keinen Zugang zu dir habe ich, weil ich sehe eine Ungerechtigkeit. Mein ganzes Leben besuche ich die Gemeinde. Mein ganzes Leben diene ich dir. Nicht mal ein Gebot von dir habe ich gebrochen. Und du hast mir nie das gegeben, was du jetzt den Brüdern gegeben hast. Ich möchte nicht den gemästeten Kalb haben. Ich möchte nur einen kleinen Bock haben wollen. Hast mir nicht gegeben. Was für ein Papa du bist. Und mir kommt so hoch die Frage, hat diesen Mann sein Papa gekannt? Hat er seinen Vater, was ein Abbild von unserem himmlischen Vater ist, gekannt? Er ist ein Kirchengänger gewesen. Jahrelang treu hat er den Poster des Sitz geschliffen. Ne? Oder den Banklack geschliffen. Aber hat er ihn erkannt? Das, was mich aber wirklich vom Hocker abhaut, ist die Antwort des Vaters. Und ich sehe seine Großzügigkeit, ich sehe sein Herz. Egal wie groß er ist, der gläubige Mann trotzdem kann ihn nicht kennenlernen, wenn er nicht ein innenwendiges Erlebnis und Beziehung mit dem Vater hat. Der Vater antwortet, ich kann mir vorstellen, dass er sich so südländermäßig und temperamentsvoll sich auf den Kopf gefasst zu haben und sagt, aber mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir. Was sprichst du hier? Alles, was ich habe, alles, was meins ist, ist auch dein. Genauso wie ich Recht an alles habe, hast du genauso dasselbe Recht. Warum sprichst du sowas? Warum hast du dir nicht genommen? Warum hast du mir nicht das verwendend gebraucht, was ich hatte? Es gehört dir sowieso. Weil er hat diese Tatsache irgendwie nicht in sich realisiert, verstanden, um was es geht. Weil in der Bibel heißt es, in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 folgendes, dass seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Er hat uns alles geschenkt durch aber die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Alles, was Gott für uns tun kann, tun konnte und tun wird, ist am Kreuz vollendet. Es ist im Voraus erarbeitet. Er hat es vorher getan, kreiert, fertig gemacht und sagt, es ist vollbracht. Und in Christus Jesus haben wir alles, was wir das alltägliche Leben, auf dieses irdische Leben brauchen. Und in unserer Gottseligkeit und unserem Wandern und Leben mit Jesus, er hat uns alles gegeben. Es steht da, der Tisch ist belegt. Aber das alles wird freigesetzt in unserem Leben, gemäß unserer Gotteskenntnisse, Gottes Erkenntnis. Je mehr wir Gott kennen, desto mehr haben wir Zugang, wir haben ein Draht zu dem, was er uns gegeben hat. So ist unser Gott. Er hat uns alles gegeben, aber aus Erkenntnis heraus können wir schöpfen. Und manche Leute kennen das nicht. Darf ich das? Kannst du für mich das machen? Herr, kannst du glauben, dass ich? Ja, kann er alles. Weil er hat das alles auf sein Leib vollendet. Und wisst ihr, in Daniel 11, Kapitel
Kapitel 11, Vers 32, ist eine Bibelstelle, wo es heißt, aber das Volk, die Gläubige, die Gemeinde, die Christen, meine Kinder, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Die Menschen, die Gläubige, die Gott kennen, werden sich stark erweisen. Woher kommt die Stärke? Aus der Gotteskenntnis heraus. Es kommt nicht nur von dem Kirchenbesuch, ach, es war ein toller Predigtpfarrer oder Pastor, danke schön, tschüss. Es kommt nicht durch das Singen der Lieder, egal ob das charismatisch oder verkalkt ist, ne? Es kommt aus einer Herzensbeziehung. Und das öffnet uns Türen. Und wisst ihr, in der Bibel ist auch sogar ein Befehl, dass wir ihn erkennen. In 2. Petrus 3, 18, Petrus sagt, wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein Wachstumprozess. Es beginnt bei der Wiedergeburt und jeden Tag durch meine Zeit mit Gott, wenn ich mit Gott rede, wenn ich die Bibel lese und meine Augen werden geöffnet und ich verstehe den Plan und den Willen Gottes. Ich höre die persönliche Willen Gottes für mein Leben, dann kann ich darin wachsen und Gott mehr und mehr erkennen. Es ist eine Sache des Wachsens. Deswegen eine andere Bibelstelle im Neuen Testament, in Hebräer, wird gesagt, nach der vergangenen Zeit hättet ihr schon Lehrer des Wortes Gottes geworden und ihr braucht immer noch die Flasche im Mund haben mit der Milch. Und das kann doch auch so bleiben, ewig lang, bis Menschen nicht richtig zu Gott kommen. Wie hat das mit den Israeliten angefangen? Wir wissen von Kultur oder von grobes Wissen in unserem Leben oder von der Bibel, dass das Volk Gottes in Knechtschaft gelebt hat, 450 Jahre in ein anderes Land. Wir als Bulgaren, wir waren 500 Jahre unter türkischer Besatzung in unserem eigenen Land. Und sie wollten unser slawisches Volk tilgen und die Kirchen kaputt machen und alle zu Moslems bekehren. 500 Jahre. Also wir verstehen ein bisschen das, was die Israeliten getan haben, aber erlebt haben in einem fremden Land. Und wo die Zeit erfüllt war, nach der Kairos-Zeit Gottes, Gott hat sein Volk rausgeholt von der Knechtschaft. Ägypten ist ein Symbol der sündhaften Lebenswandel, aber auch die Knechtschaft wegen der Sünde. Geknechtet von Sünden, von Sklaverei der Sünde und Habgut und alles, was uns da verstickt. Und Gott hat sein Volk befreit. Und Gott erklärt mit nur einem Beispiel, ein Vers, was in das unsichtbare Welt diese Befreiung bedeutet. Also das heißt, an einem bestimmten Tag über 1 Million Menschen, vielleicht nur die Männer waren 1 Million, sind sie raus, zu Fuß rausgegangen. Die sind auf heißen Sand gelaufen, in die Wüste, auf den steinigen Boden, ziemlich barfuß oder mit Sandalen auf den Boden. Aber in geistlich, diese Rausfuhr bedeutet Folgendes. 2. Mose 19, 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägypten getan habe. Ihr habt gesehen, in das Sichtbare, was ich ihnen angetan habe. Wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Gott hat die Israeliten aus der Knechtschaft rausgeholt und er hat sie getragen. Er hat sie auf seine Flügel getragen. In das Sichtbare war das nicht zu sehen, aber im Geiste, er hat für sie gesorgt. Deswegen, ihre Schuhe gingen nicht kaputt, deswegen waren sie nie krank und ihre Kleider sind mit denselben Farben nach 40 Jahren geblieben, dieselbe Farben sind nicht ausgeblichen oder kaputt gegangen, weil sie waren auf den Flügeln Gottes. Das bedeutet getragen, das bedeutet geführt, das bedeutet umhüllt von überall und es konnte ihnen nichts passieren. Kein Einzelner hätte in der Wüste gestorben von einem feindlichen Angriff. Alle sind wegen ihrer Bösartigkeit, Hartnäckigkeit
und hartes Herzens gestorben. Sie waren geschützt. Und Gott sagte, ich habe euch zu mir gebracht. Man konnte das in der sichtbaren Welt nicht sehen. Deswegen haben das ganz anders verstanden. Die hatten eine ganz andere Meinung für das, was ihnen widerfahren ist. Aber Gottes Meinung für diese Geschichte ist, für dieses historische Ereignis ist folgendes. Ich habe euch auf meine Flügeln getragen und ich habe euch zu mir gebracht. Wo? Auf Berg Sinai, in die Wüste, zu mir. Warum? Ich habe zu mir gebracht, damit ich mit euch Gemeinschaft habe und damit ihr mich kennenlernt. Es ist ein Erlebnis mit Gott. Es ist eine Begegnung mit Gott. Wenn wir Gott begegnen, unser Leben verändert sich. Mein Leben hat sich 4 Monate vor der Wende verändert in Bulgarien. 1989. Ich war 15 Jahre alt, in der Kirche damals und ich habe Gott erlebt. Gott kam auf mich, ich habe geweint, ich war durch und durch nass und verschwitzt in eigene Soße und ich stand da und ich wusste, der Herr ist mein Leben jetzt, mit 15. Ich hatte keine große Sünde, um Buße zu tun für das oder jenes, aber meine alte, sündhafte, adamische Natur ist an dem Abend gestorben. Meine Begegnung, ab dem Moment, mein Vater war nicht gläubig, meine Mutter war gläubig. Ich habe mit vielen Schwierigkeiten zu Hause groß geworden, Alkohol, Streiterei und alles Mögliche. Aber als ich Gott erlebt habe, alles hat sich verändert. In einem Augenblick. Man kann ein ganzes Leben in die Kirche, in die Gemeinde gehen. Egal wie toll und super, terra, mega charismatisch die Gemeinde ist. Aber auch trocken bleiben. Bis die Begegnung mit Gott kommt. Und die Israeliten waren das hartnäckigste Volk. Und Gott hat sie zu sich geholt, damit er sich offenbart, damit sie seine Güte kennenlernen, damit sie seine Kraft, seine Fürsorge, seine Erlösung, nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Die Israeliten waren äußerlich von Ägypten rausgeholt, befreit, aber innerlich waren sie Sklaven, für 40 Jahre noch. Und sie haben nicht das bekommen, was Gott wollte für sie, während ihres Herzens. Warum Gott hat sie zu sich gebracht? Wegen der Bekanntschaft, wegen der Nähe, damit er ihr Vater wird. Damit er wirklich den Weg für sie vorbereitet, vorebnet, damit sie in vorbereitete Wege gehen können. Und wir haben aber die Israeliten dieses historische Ereignis realisiert oder wahrgenommen. Sie haben Folgendes gesagt, weil sie das geistliche Realität nicht erkannt haben und nur menschlich betrachtet haben. Und deswegen manchmal, es tut mir so weh, dass manche Christen können nicht verstehen, warum das in ihrem Leben jetzt passiert. Vor ein paar Jahren in unserer Familie ist in unserer Gemeinde ist eine Ehepaar zu uns gekommen mit einem ganz krankes Kind. Das Kind hat, du kennst, das Kind hat wie etwas wie MS oder ja, von klein an, so klein an, verkrümmelt. Und so kamen sie in die Gemeinde. Der Vater sagte, bevor sie zur Gemeinde kamen, haben sie gesagt, das Leben war für uns vorbei. Ich wollte weg von meiner Frau. Ich konnte nicht mehr aushalten. Sie war auch genau so kaputt. Und ich habe gedacht, das Geburt dieses Kindes ist unser Tod. Und so kamen sie. Und dann haben sie Gott begegnet. Und dann haben sie Gott erlebt. Ihre Zeugnis jetzt ist, dank unser Kind haben wir das Leben erkannt. Und jetzt dienen sie Gott von ganzem Herzen. Ihr Leben ist verändert. Sie lieben sich jetzt mehr als je zuvor. Und jetzt befreit von alle Ängste. Und mit diesem Kind dienen sie Gott von ganzem Herzen. Was haben die Israeliten gesagt? Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, zu den Leitern Israels. Wären wir doch durch den Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfe saßen und Brot in die Fülle aßen, gegessen haben. Denn ihr habt uns darum in die Wüste ausgeführt, dass ihr diese ganze Gemeinde Hungers sterben lasset. Und das war nicht die Realität. Das war nicht der Grund der Sache. Das war ihre Betrachtungsweise.
So haben sie das gesehen. Wenn du so die Sachen siehst, Gott kann dir nicht helfen. Bist du wirklich vor Gott kapitulierst und sagst, Herr, warum widerfährt mich das? Was das bedeutet? Aber Gott eigentlich hat vorher gesagt, deswegen und dafür habe ich euch rausgefüllt. Jetzt seid ihr in meiner Nähe. Ich möchte zu euch persönlich sprechen. Ich möchte euch, dass ihr mich seht. Wie kann es möglich sein, dass der Schöpfer Gott und das Volk Israel seine Kinder, Gott nennt Israel mein Erstgeborener. Das war sein Augenapfel. Israel war sein Augenapfel. Warum? Deswegen war er auch so hartnäckig, hart den Pharao gegenüber. Weil der Pharao hat seine Augenapfel getastet. Mein Volk Israel. Und hat sofort reagiert. Aber warum diesen Volk hat total gegensätzliche Sachen gesehen? Gott hat sie zu ihm gebracht, zu sich gebracht, damit er ihnen Leben gibt. Und sie dachten, er möchte uns umbringen. Sie konnten dieses geistliche Verständnis nicht haben. Leute, damit wir Erfolg in unserem Leben haben, wir brauchen die Sachen aus Gottes Perspektive zu sehen. Wir müssen in unserem Leben seine Denkweise eineignen. Und wie bekommt man das? Die Bibel spricht dafür, Epheser Kapitel 4. Das erste Ding ist, den alten Mensch ausziehen. Wenn wir zu Gott kommen und wir tun Buße für unser gesamtes Leben, sein Herr, vergib mir, dass ich wie der Sau gelebt habe, ohne dich zu kennen, in Atheismus, in Gott widerspenstig, vergib mir für meine Hartnäckigkeit. Ich wolle dich in mein Leben empfangen. Nach unserer Wiedergeburt, wir müssen unsere alte Natur ausziehen, ablegen. Also unser Geist wird wiedergeboren an der Sekunde, aber unsere Seele muss durch den Prozess der Umwandlung, Veränderung, das alte Abziehen, die alte Gewohnheiten, die alten Sünden, die alten Verbrechen manchmal. Und dann unsere Sinne erneuern durch den Heiligen Schrift. Dafür spricht Römer 12, Vers 3 und sagt Folgendes. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern verändert eure Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Unsere Gedanken Gottes so weit von den biblischen, göttlichen Prinzipien heutzutage. Aber wenn wir anfangen, den Heiligen Schrift zu lesen, wenn wir anfangen, die Bibel, das Wort Gottes, den Liebesbrief Gottes zu lesen, und wir lesen, und das kommt in uns hinein, unsere Gedanken werden frei gemacht von den alten Festungen, die sich gegenüber Gott erheben und uns von Gott trennen. Und dieses Wort Gottes wird Teil unser neues Wesen. Und wir anfangen so zu denken, so hier steht. Wenn ich früher geklaut habe und jetzt lese, man darf nicht klauen, es ist nicht gut für dich zu klauen, dann verändert das mein Leben. Wisst ihr, ich habe mich mit 15 bekehrt, als ich in die Fußballschule war. Mein größter Wunsch war, ein Fußballer zu werden. 10 Jahre lang habe ich trainiert. Und ich hatte so ein großes Sporteifer entwickelt in mir. Wir waren gehetzt, um das zu tun. Wenn jemand mir den Ball genommen hat, ich habe immer was Schlechtes getan. Hinter die Rücken, hinter den Schiedsrichter oder habe ihn verflucht. So nach Balkanweise. Die Balkanleute kann richtig schlimm fluchen. Richtig schlimm. Eines Tages habe ich in die deutsche Fernsehen eine Show gesehen und jemand aus Bosnien und Herzegowina sollte den Deutschen beibringen, wie sie fluchen sollen. Weil Schwein sagen ist nicht so schwer, nicht so beleidigend. Oder das englische Wort dafür, Satz dafür verwenden. Die Balkanleute können fluchen und schlimm. Und ich war so einer. Ich habe Fußball in die Stadt, in die Quartier um uns herum Fußball gespielt und kam immer wieder ein Nachbar und sagt, Georgi, so heiße ich Georgi, wie Georg auf Deutsch, du fluchst wie ein alter Zigeunermensch. Das war Spruch bei uns früher. Ich war aber 12. Schnell lernen wir die bösen Sachen. Aber als ich Jesus empfangen habe, und war immer wieder im Training. Jemand hat mir den Ball genommen oder mich stark geschoben. Mein Segenswunsch.
Und dann, Herr, vergib mir, was habe ich getan? Und dann wiederum und wiederum. Und irgendwann war weg. Habe ich gar nicht bemerkt, wann. Im Laufe. Warum? Unsichtbar habe ich die alte Georgie ausgezogen. Das Wort Gottes hat angefangen, meine Sinne zu erneuern. Statt Fluchen, Segen. Statt schwarze Brille zu tragen, richtig Glaubensbrille zu tragen. Und das Dritte ist, also das alte Natur ausziehen, das ist ein Prozess. Unsere Sinne erneuern. Und das Dritte ist, dass wir die neue Natur anziehen. Wandern im Geist, wandern nach dem Willen Gottes. Tun das, was Gott möchte. Und ihr Lieben, das bringt uns das göttliche Segen in unserem Leben hinein. Wenn ich Gottes Erkenntnis habe, wenn ich Gott kenne, ich habe schon viele Erfahrungen mit Gott erlebt in meinem persönlichen Leben. Und je mehr mit Gott gehe und erlebe, was er Gutes für mich tut, das demütigt mich vor ihm. Und demütigen im guten Sinne. Ich sage, Herr, danke. Ich brauche mich nicht bloß darstellen, dass ich der Gute bin oder sowas. Danke. Je mehr Gott tut, desto werde ich kleiner. Und ich freue mich, dass er die Sachen für mich tut. Und ich kann ihm vertrauen. Ich kann mich in seine Hände einfach ausliefern. Ich kann ihm glauben. Ich kann ihm vertrauen. Ich kann ihn ehren. Ich kann die Kraft Gottes in mein Leben erleben. Aus Erfahrung aus kenne ich Gott lernen. Und wisst ihr, es gibt eine Bibelstelle in dem letzten Buch von der Bibel, Offenbarung. Und da Gott sagt zu den eine Gemeindegruppe von Menschen, ich kenne eure Werke. Und ich weiß, dass eure letzten Werke mehr und größer sind als die erste. Warum passiert das? Weil diese Menschen in ihrem Alltag, in ihrem Lauf mit Gott, haben Erfahrungen gesammelt. Sie haben seine Liebe, seine Größe, seine Güte gesehen. Und ihre Hingabe steigt auf. Das ist das normale christliche Leben. Manchmal erleben wir das Gegenteil. Jemand kommt zu Jesus, zum Beispiel wird geheilt. Gott hilft ihm drastisch in einem Bereich oder setzt ihn frei von Drogen oder von Alkohol. Die Freude ist groß. Die tanzen und jubeln und sind bereit, alles für Gott zu tun. Die Jahre vergehen und dann die Begeisterung geht runter. Stattdessen umgekehrt sein soll, weil hier steht andersrum. Je mehr wir Gott erleben und wir sehen von Tag zu Tag, wie gut und treu und barmherzig uns gegenüber ist, unsere Dankbarkeit steigt entsprechend. Und unsere Hingabe und unser Wunsch für Gott zu dienen, für Gott Sachen ins Leben zu bringen. Es ist eine wunderbare Sache, Gott kennenzulernen und Gott zu dienen. Es ist interessant, ihr Lieben, dass während die Israeliten gemurrt haben oder sich beschwert haben von dieser Wüste, David und Mose, zwei gewaltige Männer Gottes, Beispiel für uns, heldhafte Männer, beide haben Gott in die Wüste kennengelernt. David als ganz unbedeutender, unauffälliger Jünger, der sogar sein Vater ihn nicht mit ihm gezählt hat. In der Wüste, mit dieser kleinen, verachteten, kleinmäßigen Herde, hat er gehütet und Gott erlebt. Er hat dort zu Gott gebetet, hat dort Psalmen und Lieder gesungen. Er hat dort mit den Löwen und mit dem Bär gekämpft. Und da hat er Gott kennengelernt. Und das hat ihn für den Königtum vorbereitet. Von Mose wird Folgendes geschrieben in Psalm 103, Vers 7. Mose, der Mann Gottes, der demütigste Mensch auf dieser Welt, der gelebt hat. Über eine Million Menschen ertragen. Sie wollten ihn zerreißen. Und hat immer wieder gesagt, Herr, das ist dein Volk. Bringe mich um, aber nicht dein Volk. Das ist nicht menschlich. Das ist genau wie Jesus. Jesus sagte, Herr, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun, als sie ihn umgebracht haben. Aber von Mose wird Folgendes gesagt, Psalm 103, 7. Gott hat seine Wege Mose kundgetan und die Kinder Israel seine
Taten. Sie hatten die Erdergebnisse erlebt. Wir wollen Wasser. Hier ist Wasser. Wir wollen Fleisch. Hier ist Fleisch. Wir wollen Brot. Hier, bitteschön, Brot. Das ist das Erdergebnis. Seine Taten. Gott tut Wunder. Er heilt uns, er hilft uns, er stellt uns wieder auf die Beine. Das sind Endstaten, also Endprodukt. Und die Leute wollen nur das. Und deswegen schauen sie Gott nur in die Hände. Mose hat Gottes Angesicht gesucht. Und Gott hat Mose gezeigt, seine Wege. Das bedeutet, wie er zu dem Ergebnis kommt, wie er selber dahin gehen kann. Die Israeliten hätten sich verloren, weil sie kannten nur, wie der Endprodukt aussieht, aber nicht wieder zukommen können. Das hat nur Mose erkannt. Warum? Wegen seinem Herz. Weil sein Herz war an die richtige Stelle. Weil er Gott liebte von ganzem Herzen. Er war hingegeben. Es ist totaler Unterschied, ob du die Gebetsresultate nur bekommst. Herr, ich weiß nicht, interessiert mich nicht, wie letztendlich ich möchte es haben. Oder Herr, führe mich dahin, dass ich zu dem komme. Großer Unterschied. Großer Unterschied. Das lehrt man in seinem Glaubensweg mit Gott. Die Erkenntnis Gottes gibt uns Weisheit. Wisst ihr, das Wichtigste ist die Weisheit. Aber die Weisheit ist Gott kennen. Das bedeutet Weisheit, Gott kennen. Die Weisheit Anfang ist der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Wenn wir Gott kennen, dann haben wir richtig seine Denkweise in unserem Leben. Durch die Erkenntnis Gottes werden wir Frieden und Gnade in unser Leben wird sich multiplizieren. So steht auch in 2. Petrus 1,2: Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Gnade und Friede. Die meisten Menschen wollen nur Friede haben. Lass mich in Ruhe, ich möchte meinen Frieden haben. Ich möchte meinen Frieden haben. Aber die Friede und die Friede mit mir bekomme ich, wenn ich Friede mit Gott habe. Und in der Erkenntnis Gottes, je mehr ich Gott erkenne, desto mehr steigert sich auch meine Friede und meine Gnade. Gottes Wind hinter den Rücken. Durch die Erkenntnis Gottes werden wir von der Sünde und Schuld gereinigt. Je mehr wir Gott kennen, desto mehr werden wir frei von das, was uns gebunden hat. Von das, was uns wirklich geknechtschaftet hat. Also, Da braucht man nicht viel beten, sondern je mehr du Gott erkennst, desto kommst du in die Freiheit Gottes hinein. Und vielleicht möchte ich mit einem letzten Beispiel schließen von dem Leben von Apostel Paulus. Höchstes Ziel von Paulus war die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Nachdem er sein Erlebnis mit Gott hatte und sagte, Herr, die Vergangenheit ist vorbei. Ich möchte, dass die Brücken zu meinem alten Leben abgeschnitten sind. Ich möchte nicht mehr zurück. Never come back. Niemals zurück. Das sein nächstes Ziel war, ich möchte dich mehr kennenlernen, Herr. Und er drückt das in folgende Art und Weise in Philipper 3, Vers 7 bis 11. Aber ich werde nur zwei davon vorlesen. Aber was mir Gewinn war, was ich früher gesammelt habe an Erfahrungen und Erlebnisse, das habe ich im Christi Willen für Schande gerechnet. Ja, ich achte nun auch alles für Schanden gegenüber der über alles übersteigende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte alles für Unrat, damit ich Christus gewinne. Vers 10. Zu erkennen, ihn zu erkennen. Herr, ich lasse alles zurück, ich lege alles zurück, um mehr und mehr dich zu erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinen Tode ähnlich werde, ob ich die Auferstehung aus dem Toten gelangen möchte. Hier fasziniert mich die Art und Weise, wie er denkt. Es ist nicht genug. Ob ich vielleicht.
für Paulus war wirklich eine heikle Sache, ob ich wirklich meinen Lauf vollende, aber nicht irgendwelchen Lauf, den richtigen Lauf. Weil viele Menschen vollenden ihre eigenen Wünsche, aber nicht Gottes Plan für ihr Leben. Und ob jemand richtig den guten, richtigen Kampf gekämpft hat oder seinen eigenen Kampf. Paulus hat den guten Kampf gekämpft. Den Kampf, den Gott vor ihm vorbereitet hat. Manche Leute kämpfen ihre eigenen Kämpfe. Kämpfen mit anderen Menschen. Kämpfen, um ihr Ziel zu erreichen. Und dann wollen sie in die richtige Ufer, richtige Punkt kommen. Es ist nicht möglich. Deswegen sagt er, ich habe den guten, den Gott wohlgefälligen Kampf gekämpft. Hier spricht von jemand, nicht nur jemand, der zur Kirche geht, sondern jemand, der wirklich Gott lebt, in Gottes Wege wandelt. Und dann wundern wir uns, warum Paulus so viele gute Sachen in seinem Leben getan hat. 2. Petrus, Vers 1, Kapitel 1, Vers 3, noch einmal. Dass seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Alles ist geschenkt. Es wird nichts mehr zusätzlich geschenkt werden. Alles ist getan worden. Es wird nicht mehr dazu getan werden. Das Einzige, was wir brauchen, ist, unser Herz zu öffnen. Egal, wo wir uns befinden, egal in welcher Situation wir uns befinden. Es mag sein, dass du denkst, Herr, warum hast du mich hierher gebracht wie die Israeliten? Hier werde ich sterben. Und Gott sagt, nein, das ist ein Rettungspunkt. Hier wirst du gerettet. Und auf einmal gehen die Augen auf und du siehst, dass eigentlich die ganze Realität ganz anders ist. Gott hat uns alles für das Leben. Wenn du sagst, ich bin immer zu kurz gekommen. Meine Eltern hatten nicht viel. Für mein irdisches Leben. Ich kann nicht zum Studium kommen oder ich kann keine Arbeit finden oder ich bin so viele Jahre krank gewesen. Das ist das irdische Leben. Aber für die Gottseligkeit, die Fähigkeit, mit Gott aufrichtig zu leben, den Willen Gottes tun zu können, brauchst du nicht selber anstrengen. Er hat alles vorher getan. Das Einzige ist, Gott kennenlernen. Gott kennenlernen ist mehr als Gott über Gott, Tatsachen über Gott zu wissen. Der Mann von dem Gleichnis von anvertrauten Talente, der nur ein Talent bekommen hat, sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Drei Menschen haben Talente bekommen, um sie zu multiplizieren, damit zu handeln. Einer hat 5, einer 3 und einer 1. Derjenige, der 5 bekommen hat, warum hat denn Herr jeder unterschiedliche Talente gegeben? Weil er kennt jeder. Gott wird uns nichts mehr anvertraut, als wir selber tun können. Er wird uns nicht überfordern. Gott überfordert keinem. Er gibt dir nur entsprechend deine Fähigkeiten. Und Gott hat gerechnet, den Mann, nur einer. Es ist genug. Der sagte, sein Job war viel leichter. Aber er sagte, ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach dein Talent in die Erde gesteckt, weil ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht gestreut hast. Ich wusste, aber das nicht kennen. Ich weiß viel, aber ich habe nicht viel erkannt. Ich weiß, wer Lothar Matthäus ist. Er war auch Trainer teilweise von der bulgarischen Mannschaft für kurze Zeit. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn kenne. Ich kann sagen, dass ich meine Frau kenne und ich ihre Stimme von tausenden von anderen Frauenstimmen erkennen kann. Das Bild muss drauf kommen, das ist wichtig, oder? Das Bild muss drauf. Aber es ist ein, nicht jetzt, ist auch. Ich möchte, dass Leute hier schauen, nicht da. Ihr Lieben, es ist eine Sache zu wissen. Ja, ich habe die Bibel gelesen, das sagen viele in Bulgarien, ich weiß, ich habe es gelesen. Ich habe es 100 Male gelesen, aber hilf mir nicht, will ich nicht erkennen. Wenn die Schuppen runterkommen und ich die nackte Wahrheit erkenne, ich brauche Jesus. Und ich lebe
70, 80 Jahre. Und in dieser Zeitspanne muss ich irgendwie daran kommen, um ihn zu erkennen. Wenn ich nicht in der Lage, wenn ich tauge Gott zu erkennen, dann ist fertig mit mir. Wenn ich 80 Jahre nicht geschafft habe, meinen Erlöser, mein Creator, mein Schöpfer kennenzulernen, derjenige, der mein Leben für mich gegeben hat, dann wozu tauche ich gar überhaupt? Jesus möchte uns begegnen. Jesus möchte sich zeigen. Und es werden Situationen in deinem Leben kommen, wo du wirklich herausgefordert bist. Das Einzige, was du aufrichtig machen kannst, ist: Herr, ich demütige mich vor mir. Ich bin Mensch, ich bin von Fleisch, ich kann nichts ändern. Schaut mal, was eine Pandemie auf die ganze Welt geschafft hat. Wer hätte das gedacht? Nur eine Sache und alles weg. Jetzt diese Naturkatastrophe. Das passiert nicht in Indien, so wie Udo sagt, oder eine Zigeunerviertel in Bulgarien. In hochentwickeltes Land, hallo. Wer ist sicher überhaupt in dieser Welt? Aber wenn wir Jesus haben, sind wir an der sichersten Ufer in unserem Leben. Er ist unsere höchste Burg. Er ist unser Schutz und Zufluchtsort. Seitdem ich Jesus empfangen habe, mein Leben ist sicher. Mein Vater war nicht gläubig. Er hatte große Probleme mit Alkohol, hat lebensrettende Spritzen bekommen. Und in so einer Situation, viel Alkohol, spezielle Urbason, lebensspendende Spritze bekommen, hat er durchgedreht und hat sich aufgehängt. Ich war sehr jung. Er hat uns mit Schulden gelassen. Wir mussten Menschen Geld geben. Aber Gott hat uns nie gelassen. Gott hat uns, meine Mutter, meine Schwester, mich, in die Hände genommen, hat uns ein festes Fundament gegeben. Und ich weiß, dass ich weiß, mein Leben hat ein sicheres Ende und eine sichere Zukunft. Ist das bei dir genauso? Können wir kurz beten? Vater, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich nie geändert hast. Genauso wie du zu den Israeliten warst, ein liebender Vater. Du wolltest dich offenbaren, das gleiche Programm steht auch vor uns heute, im 21. Jahrhundert. So viele Sachen verblenden in unserem Leben. Der Hightech, die Fähigkeit, die Ausbildung, was die Menschen haben. Wir sehen, dass manchmal mit all dem Wissen, die Menschen haben, können Gott nicht erkennen. Aber wir brauchen dich. Weil wir wissen, es kommt ein Punkt in unserem Leben, wo wir nichts mehr steuern können. Wir können nur sagen, der Allmächtige kann es, ich kann es nicht tun. Und genau da fängt die Ewigkeit. Vater, segne jeder Einzelne heute Morgen und gib uns den Geist der Weisheit, dass wir dich erkennen können, dass wir wirklich die sinnvollste Sache in unserem Leben mal tun, dich zu erkennen und dich einzuladen in unserem Leben. Komm in mein Leben, Herr, mehr und mehr. Ich weiß, dass ich nur teilweise erkannt habe, teilweise sehe, so steht auch in dem Heiligen Schrift, das glaube ich und das ist auch meine Erfahrung. Aber eines Tages werde ich richtig sehen und die Sachen erkennen. Warum ist das so in meinem Leben damals passiert? Wo sind die Zusammenhänge? Warum sollte ich das erdulden oder ertragen? Um die Zukunftsfreude, aber es lohnt sich. Vater, ich bitte dich, dass meine Geschwister hier in Löbau und in Oberlausitz, dass sie wirklich wie Mose einen geistigen Durchblick haben und das auf die Belohnung hinschauen. Dass sie sich so benehmen, so leben, ob die den Unsichtbaren sehen können. Damit sie das Richtige tun können. Im Namen Jesu Christi, ich segne euch, ihr lieben Geschwister und die Gäste in der Gemeinde heute Morgen. Und ich möchte euch einfach sagen, den Zuspruch sprechen, Gott hat euch lieb. Gott liebt euch, er glaubt an euch und er wartet auf euch mit offenen Armen. Gott segne euch. Ich verabschiede noch unsere Online-Zuschauer. Es ist schön, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch und Ihnen eine gesegnete und gute Woche. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen.